dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Giddy Middle Flow. Oh ja, Fraps ist hier. Und zwar heute mit einem neuen krassen Solo-Money-Glitch, mit dem ihr auch beipassen könnt, Leute. Was ihr aber auf jeden Fall als erstes machen müsst: Ihr geht auf eure Karte und markiert euch ganz genau die Location im Hintergrund, Leute. So, warum wir das Ganze machen, erkläre ich euch noch gleich. Aber ihr müsst euch als erstes mal diese Location hier markieren. Dann muss euer Kollege in der Lobby, ihr braucht auch einen Kollegen, Sterne bekommen. Dann stellt er sich in diesen Jobkreis wie bei uns in dem Fall. Dann muss er nämlich Lester rufen. Dann ruft er die Cops weg, die er da hat. Wenn er die weggerufen hat, dann ist er out of radar. Man kann sehen, links unten steht, er hat das Spiel verlassen, aber er kann hier noch rumlaufen. So, das ist da erstmal der erste Schritt. So, danach fährt ihr wieder zurück zu eurer Garage, ihr lässt euren Kumpel draußen stehen und fährt mal mit eurem Lowrider am besten in eure Garage. Ihr braucht nämlich einen Lowrider oder ein Fahrzeug eurer Wahl, was ihr duplizieren möchtet. Der Lowrider bringt insgesamt $500,000 bis zu $600,000, je nachdem wie ihr das Ganze aufgetunt habt. Dann braucht ihr noch 9 rostige Rebels. Wenn ihr auf der Old Gen spielt, dann könnt ihr auch natürlich irgendwelche Fahrzeuge wie den Panther oder sowas nehmen, weil die ja noch keine Lowrider haben. Oder ihr nehmt den normalen Chino und tunt diesen auf. Aber Leute, für die, die auf der Next Gen spielen, nehmt Lowrider. T20 etc. könnt ihr nicht duplizieren. So, was ihr jetzt macht, ihr setzt euch in einen rostigen Rebel und stellt dieses Fahrzeug auf niemand. Wenn ihr das gemacht habt, fährt ihr raus, Leute. Nun packt ihr das Fahrzeug so, dass es euch nicht weiter behindern kann, während ihr den anderen Teil des Glitches macht. Am besten packt ihr das Ganze irgendwie hierhin, genauso wie ich. Ihr könnt jetzt euren Kumpel auf dem Radar und so als Person nicht sehen. Manchmal kann es sein, dass man ihn sehen kann, aber öfters ist es so, dass man es nicht sehen kann. Nun geht euer Kollege hin und spammt die ganze Zeit Dreieck an der Tür. Ihr hört, wenn ihr euren Spielsound laut habt, dann hört man da immer so einen Türgriff so klickern, so tsk, tsk, tsk. Wenn ihr das hört, Leute, und euer Kumpel Dreieck spammt, geht ihr wieder zurück in eure Garage. Nun holt ihr euch euer Lowrider raus oder euren Panto, je nachdem wie ihr das Ganze duplizieren möchtet. Wie gesagt, Old-Gen Pantos, Next-Gen würde ich Lowrider empfehlen. Aber T20 und so kann man auch duplizieren, aber das zeige ich euch nochmal gleich, was dann passiert. So, ihr steigt dann in euren Lowrider ein und fahrt einfach ganz normal raus. Wenn ihr dann draußen seid, Leute, steigt ihr schnell wieder aus und geht zurück in eure Garage. Euer Kumpel spammt immer weiter Dreieck. Euer Kumpel muss circa für 10 bis 15 Minuten Dreieck spammen. Aber ich denke mal, das ist kein Problem, Leute. So, diesen Glitch hat auch nebenbei ein Kollege aus Seven Sins gefunden. Den werde ich euch natürlich auch unten in die Beschreibung verlinken. Checkt den auf jeden Fall auch ab, Leute. So, wenn ihr dann wieder zurück in eure Garage gegangen seid, steigt ihr in irgendeinen rostigen Rebel ein und fahrt damit einfach nach draußen, Leute. So, wenn ihr dann draußen seid, steigt ihr aus diesem rostigen Rebel aus und steigt wieder in euren Lowrider oder euren Panto ein. So, wenn ihr dann hier eingestiegen seid, Leute, fährt ihr ganz fix nach hinten und schnell wieder in eure Garage. Wenn ihr nämlich jetzt in eure Garage fährt, könnt ihr sofort was feststellen, Leute. Und zwar, dreimal dürft ihr raten, wir haben unseren Lowrider dupliziert, Leute. So, wir fahren jetzt hier schon rein, dann könnt ihr das Ganze nochmal ganz locker easy sehen. So, zack, wir haben unseren Lowrider dupliziert, Leute. Ich war hier so übelst happy, als das Ganze funktioniert hat. Danke nochmal an den Kollegen aus Seven Sins. Richtig fresher Boy, Leute. Und ja, ich werde euch das Ganze jetzt nochmal in Schnelllauf zeigen, wie das Ganze ausschaut. Werde dabei nochmal ein, zweimal drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Also, euer Kumpel draußen spammt natürlich wieder Dreieck mit irgendwelchen Fahrzeugen. Ihr fährt dann wieder mit dem eurem Lowrider raus. Dann geht ihr zurück in eure Garage, steigt in einen rostigen Rebel ein, fahrt mit diesem raus, steigt wieder in eure Lowrider ein, fahrt zurück in die Garage und ihr habt 3 Fahrzeuge. Dann steigt ihr wieder in einen rostigen Rebel ein, fahrt mit diesem nach draußen, parkt ihn irgendwo hin, geht zurück in eure Garage, steigt wieder in euren Lowrider ein, hier bin ich aus Versehen in den rostigen Rebel eingestiegen, steigt wieder in den Lowrider ein und fahrt wieder raus. Dann geht ihr wieder zurück in eure Garage, gönnt euch wieder einen rostigen Rebel, fahrt damit wieder raus und steigt hier ein. Ich werde noch ein kleines englisches Text-Tutorial anschauen, falls ihr irgendwelche Steps vergisst, könnt ihr da mal vorbeischauen oder könnt es euch vor Augen lassen.
Im Titel hier, wie heißt es hier? Untertitel ist auch ein englisches Tutorial, aber ich denke mal, das hat euch jetzt nicht so beeinflusst und ihr habt das alles halt verstanden. Wie gesagt, das Ganze kann man auch mit Supersportwagen machen, aber für die Supersportwagen, wenn man sie dupliziert, kriegt man nur 150.000 Dollar, wenn sie komplett aufgetunt sind. Für die Lowrider-Leute bekommt man um die 500.000 bis 700.000 Dollar. Das heißt, wenn ihr eine 10er-Garage, man braucht ca. 10 bis 15 Minuten, bis man die ganze Garage voll hat. Das heißt, ihr könnt ca. so 5 bis 7 Millionen Dollar machen in 20 bis 30 Minuten, Leute. Also das ist echt krasser Glitch. Und hier zeige ich euch das nochmal mit T20. Ich habe halt natürlich schon vorgearbeitet gehabt und habe schon ein bisschen die Garage voll gemacht. Aber das habe ich lieber rausgeschnitten, weil wir sonst hier so ein 20-Minuten-Video hätten. So, wie ihr jetzt sehen könnt, die ganze Garage ist voller T20s und voller Buccaneers. Voller Chinos. Und ich werde euch jetzt zeigen, was passiert, wenn wir einen Supersportwagen verkaufen. Wenn wir diesen verkaufen, Leute, kriegen wir nur 150.000. Wir haben natürlich auch einen Bypass drin, aber wir kriegen nur 150.000. Ich würde euch empfehlen, falls ihr gar kein Geld habt, Leute, dupliziert eure Supersportwagen, bis ihr euch einen Lowrider leisten könnt. So, hier könnt ihr sehen, 151.000 Dollar haben wir dafür leider nur bekommen. Und jetzt werde ich mal einen Buccaneer, ich sag schon wieder Buccaneer, einen Chino verkaufen, Leute. So. Ihr ruft einfach euren Mechaniker an, lasst ihn euch einfach anliefern oder ihr fahrt wieder zurück zu eurer Garage. So, ihr werdet jetzt sehen, dass ich für diesen sehr, sehr, sehr viel Geld bekomme, Leute. Und das ist ein sehr großer Unterschied zwischen Supersportwagen und Lowrider. Dieser Lowrider ist auch nicht ganz voll aufgetunt, aber wie ihr hier sehen könnt, wir bekommen für das Ganze hier 500.000 Dollar. Ich werde euch das jetzt nochmal hier nah ranzoomen. 519.000 Dollar, Leute. Das ist eine Menge Geld. Ja gut, Leute, im Grunde war es das eigentlich auch schon von mir. Wie gesagt, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und lasst mir auf jeden Fall für diesen geilen Money Glitch 500 Likes da und teilt es mit euren Kollegen und erzählt von mir, von euren Kollegen. Also sagt, ey, da gibt es einen Fraps, der hat einen krassen Money Glitch gefunden und so. Hochgeladen, nicht gefunden, Leute, ich bin nicht der Founder davon. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber erzählt es einfach euren Kollegen, Freunden, Familie, alles drum und dran. Und teilt mich auf jeden Fall auf Facebook, egal wo, Leute. Und gönnt euch einfach diesen Money Glitch, bevor er gepatcht wird. Ich vermute, der wird ca. Donnerstag bis Mittwoch, wenn Rockstar schnell ist, sogar schon übermorgen gepatcht, Leute. Also gibt wirklich, wirklich Gas. Und im Grunde war es das eigentlich auch schon von mir. Checkt auf jeden Fall meine Facebook-Seite ab, meinen Twitter-Account. Und Leute, wenn ihr noch Black Ops 3 Unlock Alls benötigt, schreibt mich auf Skype an, und zwar fraps-yt. Ich verkaufe euch dann für einen guten Preis dann Black Ops 3 Unlock Alls, die auf Prestige Masters sind, und das ist richtig, richtig geil, Leute. Ja gut, im Grunde war es eigentlich auch schon. Haut rein, give me the flow, euer Fraps. Ciao.